Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Surviving Mars hier auf ZergTube. Ich grüße euch. Schön, dass ihr am Weg wieder gefunden habt. Weiter geht's. Wir bauen und bauen und bauen. Wir haben so viel zu tun gerade. Oh, warte mal ganz kurz. Mir fällt gerade was auf. Ich muss mal die ganzen Geräte hier aufbauen. Weil sonst geht nämlich irgendwann der Sauerstoff hier zur Neige. So, die können nämlich jetzt alle loslegen. Und jetzt sollte sich auch dann alles wieder ein bisschen normalisieren. Weil, haben wir hier irgendwo noch Moxie stehen? Weil irgendwie, es hätte ja eigentlich hier über diesen Moxie gar kein Sauerstoff mehr in die Kuppeln kommen dürfen. Gut, das ist ein Problem, was anderweitig gelöst werden muss. Wir haben ein bisschen Leute hier. Hier haben wir auch ein paar Leute. Wir brauchen definitiv mehr Bewohner. Hier sind 16, hier sind noch hier ist viel Platz einfach noch. Und wahnsinnig viel Arbeit. Das mit dem Platz ist immer eine Sache, ne? Wir haben unglaublich viel Arbeit. Wir haben 8 Erwachsene und 17 Mid-Agers. 2 sind gerade mal auf dem Mars geboren. Wir brauchen eine neue Schicht Kolonisten. Wir starten mal kurz die Rakete weg. Und holen uns jetzt eine Passagierrakete heute. Und gucken mal, wer ist denn da im Angebot? Also, Ingenieure ist gelassen. Nehmen wir mit. Hohe individuelle Grundmoral, niedrige Besonnenheit führt nie zu Selbstmord. Okay. Auch gut. Nehmen wir mit. Wen haben wir hier noch? Partylöwe und sexy. Plus Gaming. Nehmen wir mit. Erasmus. Okay. Religiös. Mit. Wissenschaftler. Auf jeden Fall. Egal wie. Nochmal ein Wissenschaftler, noch ein Ingenieur, Geologe. Noch ein Wissenschaftler. Workaholic. Wen haben wir hier? Fit, regeneriert beim Ausruhen mehr Gesundheit. Okay. Auch der hier. Ey, da können wir fast alle mitnehmen, oder? Nehmen wir alle mit. Starten. Okay. Eine startet von uns, eine startet von der Erde. Sollte doch eigentlich eine coole Sache werden, oder? Wie viel hast du dabei? 3-mal, okay. Da wir jetzt kaum was von der Erde uns organisieren, weil wir vieles halt eben auf dem Mars schon selber produzieren können, sehe ich hier einen gewissen Vorteil für uns. Denn wir produzieren halt eben sehr viel. Wir können uns jetzt halt eben Sachen von der Erde brauchen wir nicht mehr viel zu kaufen. Wir sind eigentlich ziemlich autark hier, sofern hier die Nahrung stimmt. Und da sehe ich noch ein bisschen Bauchschmerzen, die funktioniert manchmal. Wir bauen ein bisschen Überschuss auf, aber nicht so viel, wie ich gerne hätte. Und da, wie gesagt, das ist noch ein bisschen der Bauchschmerz. Das ist noch ein bisschen der Bauchschmerz, aber den kriegen wir auch noch gelöst. Ganz wichtig, die nächste Kuppel muss jetzt demnächst gebaut werden und die bauen wir jetzt. Und dafür sorgen wir jetzt auch mal... Fusionsreaktor, wie schön. Dafür sorgen wir jetzt. Da hätte ich zwar eigentlich gerne Farm reingebaut. Aber gut, das sehen wir dann alles. Standardkuppel. Wir haben gesagt, der Ausgang von der Standardkuppel sollte hier ungefähr liegen. Wir können die Kuppel auch ein bisschen mehr platzmäßig bauen, also so vielleicht. Wir können nämlich auch die obere und die untere Kuppel miteinander arbeiten. Jetzt warte mal ganz kurz, wenn wir die so hinbauen, wäre es eigentlich am geschicktesten. Jetzt hat sie hier natürlich keine Kabelverbindung, ist klar. Jetzt aber schon, oder? Wenn wir sehen. Und jetzt braucht die Kuppel natürlich auch noch einen Anschluss ans Rohrverteilsystem. Und das Rohr, das hier gelegt wurde, kriege ich das hier rübergelegt? Nee, aber ich könnte das so rüberlegen. Weil dann könnte ich nämlich hier unten nochmal einen Wasserturm aufbauen. Und einen Sauerstofftank. Resources are low. Das hat den Hintergrund, dann, falls irgendwann mal was passieren sollte und ich muss dieses Ventil schließen, ja, dann können die immer noch darüber versorgt werden. Das sollte kein Thema sein.
So, elektrische Geräte werden wieder mal knapp. Aber wir sollten ja wirklich viele, viele, viele produzieren. Anomaly found. Wir schalten mal ganz kurz noch ein bisschen mehr an, weil wir einfach so knapp gerade an Ressourcen sind. Wow, der kam aber flach runter, du. Das können wir machen. Wir verstärken auf jeden Fall. Research complete. Anomaly analyzed. Oh, oh, langsam, langsam, langsam. Stopp. Ah, also neue Anomalie gefunden hier hinten. Low-G-Turbinen sind abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt haben wir gerade Crowdfunding noch am Start. Ich forsche jetzt nochmal die Stilllegung, weil die wichtig ist. Finde ich zumindest. Mhm. Auf der Erde erscheinen mehr Bewerber, finde ich auch wichtig. Das sollten wir auch machen, weil wir fordern ab und zu mal immer wieder neue ein und die... Ja, ich weiß nicht, die sind halt manchmal ein bisschen schwierig. So, mal ganz kurz gucken. Der hat noch die Hälfte von seinem Sprit. Dann schicken wir den mal hier hoch. Und jetzt haben wir 83 mal Metall noch. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Können wir hier oben mal was schauen? Haben wir da noch irgendwo Metalle offen? Hier sind 52... Bis wir halt die nächste Mine oder die erste Mine startklar haben, sollten wir halt echt mal gucken, dass wir halt irgendwo ein großes Vorkommen haben. Also das ist hier mit Abstand das größte Vorkommen. Dann pass auf, dann lassen wir jetzt erstmal unseren Drohnenhub hier aufparken. Hier oben sind Ressourcen, oder? Nein, sind es keine? Nein, sind es nicht. Hier sind überall Einzelflecken. Also egal, wie wir den stellen, das ist eigentlich alles gut. Wird eh mehr oder weniger alles werden. Okay, dann pass auf, der war jetzt hier mittig gestanden. Den habe ich jetzt hier reinkommandiert. Dann machen wir Folgendes, dann kommt hier jetzt eben das Edelmetalllager her. Und dann wird unser Chippy nochmal kurz an die Ladestation gehängt. Und dann dürfte die Transportroute dann später eingeschaltet werden, wenn die dann dort sind. Okay. Gut, die Nahrung hier, wie gesagt, kann ein bisschen dauern, bis die... Boah, die Kuppel, wie schaust denn du aus schon wieder? Ich fordere mal schnell eine Wartung an, das geht auf keine Kuhhaut bei dem auch. Ich hasse das, wenn die Kuppeln so schmutzig sind. Weil ganz ehrlich, wie schaut denn das aus, wenn du so auf die Kuppel zuläufst und dir denkst so, ja, das ist jetzt mein neues Zuhause. Uah, sorry, Lack of Doom. Weißt du, wenn du sagst, das ist jetzt mein neues Zuhause, schau doch ganz nett aus, ne? Du kannst zwar nicht durchschauen, aber boah, schaut das dreckig aus. Okay. So, gucken wir schnell. Ja, hier wird ein bisschen, ist eigentlich alles ziemlich fertig hier. Hm. Das ist ja klassisch, ne? Hier liegt alles neben der, vor der Haustür quasi. So. Auch alles gleich fertig. So. Jetzt könnte man natürlich Chippy mal ganz kurz sagen, pass auf, bau mal das ab, bis die da hinten so ein bisschen vorbereitet haben. Ja, weil dann ist da wenigstens mal was getan. Und das Zeug liefern wir dann aber hier runter. Ja, da unten wird es nämlich gerade auch gebraucht. Aber hier wird überall gerade ein bisschen was gebraucht. Und ich meine, bis das fertig ist, sind die wahrscheinlich eh schon durch. Lade Ressourcen ein, gucken wir mal. Ja, jetzt kommen die ersten rein. Aber da wir ja wirklich hier unten dringend brauchen, macht das ja auch Sinn zu warten. The analysis tells us that we found iridium-rich sulfides. That's a real rarity on Earth. Oh, Iridiumsulfide entdeckt. Okay. Na gut, ausgezeichnet. Iridiumsulfide bringen uns was? Wahrscheinlich auch Edelmetall oder was? Okay, den müssen wir jetzt auf jeden Fall zurückholen. Weil der braucht Saft. So, hier wird gerade massiv aufgebaut. Gut. Chippy, wie gesagt, Chippy macht das. Chippy, Chippy läuft. Low. So, jetzt machen wir mal nicht so schnell, weil sonst verlieren wir einfach so viel Zeit, so viel Wissen auch. Wir haben jetzt eine sehr, sehr große, We have an oxygen shortage. Was? We have a water shortage. Resources are low. Warum? Ich dachte, die Kuppel verbindet sich dann damit. Nicht, oder was? Ah, nee, echt jetzt. Dann müssen wir das Lager halt wegmachen.
So, okay. Sei es drum. Schade um das Lager, das hier einfach mal am Boden liegt. So. Was sagt Chippy dazu? Chippy ist fertig. Dann darf Chippy entladen. Okay, die Kuppel ist halt momentan noch völlig tot quasi. Okay. Wir können aber trotzdem schon mal hier anfangen, was zu machen. Und zwar, wir werden Folgendes tun hier drin. Wir werden mal ganz kurz gucken. Apartments. Mal ganz kurz nochmal schauen. 24 Kolonisten gehen hier rein. Zwei Apartments. Schaut doch gut aus. Stärken. Eine Schule könnten wir hier einrichten. Dann gibt es hier intelligentes Haus. Ach, wie cool. Ach, dann müssen wir das freischalten. Okay. Dann gibt es hier noch ein Casino. Und dann gibt es hier ein Lebensmittelgeschäft. Obwohl, brauchen wir eigentlich gar nicht. Da machen wir einen Diner noch mal her. Können wir auch wieder so hinbauen. Warte mal kurz. So vielleicht. Jawohl, so wäre es eigentlich cool. Eine Krankenstation auch hier. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Eine Krankenstation sollte eigentlich überall dabei sein. Kunstwerkstatt hatten wir schon. Ach, da bauen wir mal so ein Ding hier auf. Eine Bar. Ist die verkehrt, glaube ich. Zum Erholen. Einfach nur zum Erholen. So, ansonsten ist, glaube ich, alles ziemlich abgedeckt hier. So, damit haben wir jetzt erstmal den richtig großen Aufwand betrieben. Und jetzt kommt der Teil, der am meisten Arbeit braucht eigentlich. Und zwar, wir müssen in die Produktion gehen. Und hier müssen wir... Keine der benötigten Ressourcen. Metallextraktor. Den müssen wir hier bauen. Überdeckt das Vorkommen. Warte mal, dann müssen wir das hier abreißen. Oh, nee. Das müssen wir woanders hinbauen. Auch den da hier bauen wir woanders hin. Dann lass uns das hier mal rüberschieben nach... Ach, keine Ahnung. Hier vielleicht. So. Jetzt haben die natürlich gerade ganz viel zu tun und die haben auch viel zu tun und die haben ganz wenig zu tun. Ist okay. So, 66 Millionen haben wir bekommen. Das heißt, wir holen uns jetzt die nächsten Passagiere. Wir haben einen von 65 im Angebot. Der ist der einzige momentan. Okay, dann lass uns das mal noch nicht machen. Lass uns das mal noch nicht machen. So. Okay. Die haben alles da. Jetzt gucken wir mal schnell, wie schaut unser Gesamtvorrat aus. Das ist okay. Also wir haben jetzt natürlich unfassbare Mengen an Platz, ne? Oh, ich sehe gerade was. Wie lange halten die denn durch? 113 Stunden. Halten die, würden die noch durchhalten hier? Das sollte man natürlich ganz schnell machen. Die waren jetzt wahrscheinlich schon länger im Orbit. Ich gedacht, die dürfen nie mehr runter. Da kommen sie. Ich mach mal gerade bewusst schnell, damit ihr seht, wie dann hier die ganzen Dinger hoffentlich gleich ausgehen. New colonists have arrived. So, nach einem Tag sollten wir dann auch alle unsere Jobs erstmal gelöst haben. So, wir haben kaum noch Edelmetalle, das ist klar, weil wir hier vollen Druck auf diese Jungs hier drauf geben. Das heißt, wir schalten die mal aus und werden jetzt dann mal gucken, wie viel haben wir noch? 7 und 4. Das ist das Problem, weil wir hier eine Arbeitsschicht gestoppt haben. Die werden wir jetzt wieder öffnen. Und hier ist auch eine Arbeitsschicht offen.
Wie viel ist denn da? Da ist voll. Das heißt, auch hier werden wir nochmal kurzen zwei Mülldeponien bauen. Warte mal kurz, die nicht. Wie lange dauert das? Jetzt. Den würde ich nämlich so gern reinbauen. Dann haben wir nämlich hier auch mehr Platz. Das sollte dann auch die Arbeitszeit hier ein bisschen reduzieren. Ja, das wird besser. 3,5 ist immer noch mega gut. Wo sind denn eigentlich die Arbeiter gerade hin? Sector scanned. Anomaly found. Sind die hier noch unterwegs? Nee, ne? Now that the most critical phase of the mission is behind us, we would argue it's a good time to start focusing on our mission evaluation goals. Okay, meine Lieben. Alles klar. Jetzt, da die wichtigste Phase der Mission hinter uns liegt, sind wir der Meinung, dass es ein guter Zeitpunkt wäre, uns auf der Missionsbewertungsziele zu konzentrieren. Du hast noch nur 57 Souls, um dein Bewertungsziel zu erreichen. Ziel. Verfüge über 40 erforschte Technologien bis Soul 100. Aktuell 21. Das ist, wir liegen quasi in der Forschung ein bisschen hinterher. Das heißt, wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir hier die Arbeitsschichten anschalten und das auch wirklich konsequent bearbeiten. Gucken wir mal, ob die das wollen. So, wenn jetzt irgendwas passieren würde, wie jetzt zum Beispiel, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt eins dieser, hier werden wir zum Beispiel mal ansetzen und werden hier mal ein Haus abreißen und ein Hochhaus draus bauen, weil einfach hier mehr Platz ist. Deutlich mehr Platz heißt deutlich mehr Leute, die hier untergebracht werden können, heißt die Einzelgeschäfte funktionieren. Und das würde ich aber erst abwarten, bis hier unten alles fertig ist. Bis ich die einzelnen Domes sozusagen aufrüste. Jetzt gucken wir mal gerade, wie schaut es jetzt hier aus. Hier wird jetzt alles hoffentlich angefordert. Also hier ist ganz, ganz, ganz heftig viel an Leuten gerade. Wir machen jetzt die normale... Ist immer noch eine Wartung angefordert. Was stimmt denn hier noch nicht? Haben die wieder mal alles verballert und sich selber nicht gewartet? Ja, scheint so. Nee, haben sie nicht. Warte mal kurz. Research complete. Wo ist es? Da ist doch bestimmt noch irgendwo was, ha? Huh? Mano. Das ist natürlich doof, wenn man die wichtigsten Rohstoff, den man momentan nicht hat, komplett verballert. So. Tägliche Forschung 400. Boah, was? Krass. Okay. So. Fabrikverstärkung, Fabriken-Upgrades. Wasserextraktoren aus der Tiefe ermöglicht die Nutzung von tiefliegenden Wasservorkommen. Ach, krass. Okay, wo haben wir momentan am wenigsten? Hier zum Beispiel die Forschung intelligentes Haus. Und intelligente Anlagen bieten äußerst komfortablen Wohnraum für Kolonisten. Bewohner regenerieren Besonnenheit, solange sie sich ausruhen. Okay. Weniger Treibstoff ist uns eigentlich ziemlich Banane. 3D-Zerspannung. Die Maschinenfabrik würde ich gerne forschen. Die Robotik dann auch. Die ist wichtig. Hier wird jetzt auch mal ein bisschen Essen generiert, weil wir nämlich ein Problem haben. Wir verbrauchen momentan 4 Nahrung. Das wird jetzt eher nach oben gehen, habe ich so das Gefühl. So, ich hoffe, die Reparatur hier ist durch. 2,9 wird am Tag produziert, ungefähr, aktuell. Und wir verbrauchen am Tag aktuell... Keine Ahnung, nix. Resources are low. Na gut, jetzt machen wir Folgendes, und zwar wir bauen jetzt hier trotzdem unseren Metallextraktor auf, den wir die ganze Zeit schon eigentlich vorhatten. Überdeckt das Vorkommen, warum? Benötigt ein Vorkommen, okay.
Muss es nicht hier komplett drauf gebaut werden? Kann den Zugang zum Vorkommen blockieren. Mhm. Ich weiß bloß nicht, wie das aussehen soll. Warte mal, wo ist denn der Ausgang hier? Ist eigentlich ziemlich egal, oder? Pipe leak reported. Bauen das mal so. Fertig aus. Pipe leak? Hier hinten? Oh. Resources are low. Das mal so auf. Das würde aber heißen, dass hier hinten nichts ankommt mehr. Aber damit könnte man halt wunderschön dieses Leck hier schließen. Ich meine, wir könnten die beiden zumachen, dann würde aber hier hinten gar nichts mehr ankommen. Wobei es jetzt tatsächlich schon bereinigt wurde. Ist okay. Hilfe! Okay, wir haben 9 Sektors gescannt. Ich guck mal gerade. Jetzt machen wir hier oben weiter. 2, 3, 4. So, und jetzt gehen wir mal in die wichtigsten Sachen. Ich bin einfach zu schnell gerade. Ich muss mich das wirklich ein bisschen mich selber an der Nase fassen. Ich darf nicht so schnell agieren. So, das ist jetzt schon ziemlich weit hier hochzufahren. So, hier brauchen wir auch noch mal ein bisschen Nachschub. Die haben jetzt hier 85 Metall. Alter Schwede, echt. Kriegen die Polymere nicht abgebaut? Aber scheinbar nicht, ne? Jetzt gucken wir mal gerade, wenn ich die verlege. Ich muss die ja irgendwo hin verlegen, wo noch ein bisschen Metalle ist, so wie hier jetzt zum Beispiel. Ich verleg den jetzt mal nach unten, dass die hier bis zu dem noch Kapazität haben. Jetzt verlege ich den noch mal ein bisschen. Jetzt wäre der noch drin und die könnten hier noch ein bisschen weiter arbeiten, aber viel ist da jetzt auch nicht mehr verfügbar. Ich sehe auch nicht viel, okay. Ich weiß auch nicht, wo hier noch große Vorkommen wären. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen was. Die sind noch da. Das weiß ich immer nicht genau, welches was ist, ne? Also ob das jetzt alles noch was ist, keine Ahnung. Ich glaube, irgendwann, wenn wir hier mal wirklich einen Kuppelbereich aufbauen oder sowas in die Richtung, dann wird das klar. Aber wir nutzen natürlich jetzt das, um noch das noch voll zu machen, damit wir danach eben mit Chibi noch weiterarbeiten können. Wobei, wenn das funktioniert, was wir jetzt gerade vorhaben, mit der Geschichte hier, das schaut ja cool aus. Das schaut ja mega cool aus, ha? Endlich mal Metallvorkommen, meine Lieben, ha? Ich würde da so gerne runtergucken, aber ich sehe es ja gar nicht mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das arbeitet, wie das aussieht. Okay. Aber hier, wie gesagt, noch kein einziger Kolonist eingezogen. Von daher haben wir da keinen Stress erstmal. Wir haben 12, wir produzieren 3, das ist okay. Maschinenteile wären jetzt noch wichtig. Wir haben festgestellt, Maschinenteile, glaube ich, da haben wir eher ein Problem noch, oder? Maschinenteile braucht Strom und Metall. Na, das könnten wir jetzt aufbauen. Das könnten wir hier so zwischen reinbauen. Ach nee, das muss in der Kuppel stehen. Dann bauen wir die hier mit rein. Und dann muss aber hier auf jeden Fall... Was kostet das? Ach so, das haben wir ja gekauft. Aber da muss auf jeden Fall hier noch was zur Erholung rein. Ein Casino wäre halt geil, aber das kostet halt unfassbar viel. Das können wir uns auch nicht leisten. Eine Krankenstation haben wir, glaube ich, hier drin. Ja. Diner haben wir drin. Eine Weltraumbar haben wir drin. Das haben wir alles schon dabei.
könnte man halt, die Schule haben wir die noch nicht hier drin, ne? Eine Schule haben wir hier nicht gebaut. Eine Mars-Universität, auch interessant. Wir könnten natürlich hier Forschungslabore aufbauen, aber das ist, glaube ich, intelligente Anlage. Ist auch interessant. Wir könnten auch einfach noch mehr Apartments hinstellen, damit auf jeden Fall für alle Platz ist. Auch für das, was wir außenrum bauen. Da haben wir einfach noch viel, viel mehr Leute Platz hier. Dann ist diese Kuppel riesig, meine Lieben. Eine Sauerstoffknappheit haben wir im Netz, und zwar eine enorme. Das heißt, wir müssen unbedingt einen Moxi bauen. Hier kommt ein Moxi hin. Dann kommt, können wir hier noch irgendwo einen Wasserturm? Ach so, haben wir ja schon. Okay, der Moxi braucht nur 5 Metalle, das ist kein Problem. Chippy lädt ja auch gerade ein. Wir haben aber auch kaum Wasser dafür, ne? Okay. Haben wir gerade irgendwo einen Sauerstoffengpass? 2 Polymere dafür, okay. Wo haben wir noch? Hier unten hätten wir noch Wasser. Im Angebot da könnte man noch Wasser abgreifen. Qualität sehr niedrig. Und hier? Niedrig. Ach du Schande, okay. Da muss man auch noch drauf achten. Niedrig. Ist hier irgendwo gutes Wasser? Leckeres durchschnittlich? Niedrig. Hier hätten wir eine größere Möglichkeit. Hier unten? Durchschnittlich. Haben wir richtig leckeres Wasser? Gibt's hier nirgendwo, ne? So, du bist hier oben. Hast noch ein bisschen Lava. Zweimal, okay. Wir haben jetzt 0,7 Sauerstoffknappheit. Ja gut, man muss dazu auch fairerweise sagen, dass die theoretisch auch extrem viel durchballern müssten. Wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwo, brauchen wir noch einen Moxi. Ich würde vorschlagen, dass wir den Moxi... Ach, warte mal, hier ist ja auch nochmal Metall. Das habe ich gar noch nicht auf dem Schirm gehabt. Qualität sehr hoch. Was ist... Vorkommen kann mit unseren aktuellen Technologien nicht abgebaut werden, aber hier ist doch ein Metallextraktor, oder? Krass. Na gut. Okay, pass auf, wir lassen uns nochmal hier nochmal einen zweiten Moxi hier hochbauen. Ich weiß nicht, wie lange das Wasser hier hält. Aber warte mal, die verstärken sich doch, oder? Die Produktion hat wegen mangelnder Nachfrage eingestellt. Kann, wenn nötig, um 2,5 mehr produzieren. Ach so, okay, wir haben ja noch ewig viel. Okay, dann lass uns das mal bauen. Chippy ist immer noch am Einladen. Das geht aber... Anomaly analyzed. Neue Technologien können... There's more to the barren environs of the red planet than meets the eye. Ach, geil. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. Ach, du Scheiße. So long as you know where to look. Guckt euch das an. Kuppel Bioscaping, marsianische Aerodynamik, Meteoritenverteidigungssystem, hilfreiche Gemeinschaft, nachhaltige Architektur. Boah, liebe Freunde, das, meine Lieben, das schauen wir uns alles an. Aber nicht mehr heute. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn ihr Bock habt, bis dahin, sage ich danke fürs Zuschauen. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.